Wir befinden uns auf der Frankfurter Buchmesse und heute ist unsere Mission, Bestseller-Autorinnen zu fragen, was für Bücher sie eigentlich selber lesen. Also, lass uns mal losgehen. Was ist denn dein liebstes Buch bisher aus 2024? Ich glaube tatsächlich von Charlotte Link, Dunkle Wasser. Was war bisher dein liebstes Buch, was du 2024 gelesen hast? Views von Marc-Uwe Kling, weil es mein Thema ist. Ich komme aus der Software und kenne mich mit Deepfakes und so weiter aus. Es ist realistisch, es ist erschreckend. Es ist ziemlich fantastisch. Also im negativen Sinne leider, aber ein geiles Buch. Guck erst mal kurz, was ich überhaupt gelesen habe. Liebstes Buch, Pretty Savage von Tammy Fischer. Das habe ich weggeatmet und geliebt, wie die Sucht. Und natürlich Wandering Hearts von Josie Wismar. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber... Oh, ja. Das war auch toll. Mhm. Ich habe tatsächlich viele gute Bücher dieses Jahr bisher gelesen, aber ich glaube, mein Highlight ist Yellow Face von R.F. Kuang. Das ist einfach, weil da denke ich noch eine Weile drüber nach seitdem. Ja, kann ich sehr verstehen. Was ist das beste Buch, was du bisher 2024 gelesen hast? Arno Strobel, der Stalker. Klipp und klare Antwort. 2024, Shadows Heart von Leonie W. Oh, schwierig. Yellow Face fand ich mega, mega gut. Ja, dabei bleibe ich, Yellow Face. Hast du auch ein Lieblingsbuch aller Zeiten? Nicht nur eins, Harry Potter. Und ich glaube, das wird auch lange so bleiben. Ich war auch bei der Harry Potter-Ausstellung. Ich muss sagen, ich bin da schon ein echtes Opfer. 1984 von George Orwell. Geht nichts drüber für mich. Und habt ihr auch ein All-Time-Favorite-Buch? Es ist sehr unbekannt. Das ist eine ganze Buchreihe, die heißt Night School. Das ist eigentlich ein Jugendbuch von Oettinger. Das ist so Dark Academia, Mystery, es gibt eine kleine Love-Story. Und das sind die Bücher, die mich damals zum Lesen gebracht haben. Und seitdem kann ich sie immer wieder lesen, egal wie alt ich werde. Da kommt kein Buch ran. Ich glaube, dieses erste Wunder, was man so liest, das kann man einfach nicht überbieten. Bei mir war das Rubinrot, was mich zum Lesen gebracht hat, so richtig. Aber bei den Lieblingsbüchern habe ich so, ich sage so eine heilige Dreifaltigkeit. Weißt du? Mhm. Und zwar habe ich dann einmal Das größere Wunder von Thomas Glavinic, die Nickel Boys von Colson Whitehead und, oh, jetzt muss ich kurz nachdenken, Hope's End von Riley Sager. Die drei Bücher kann ich jedem empfehlen, wirklich. Habe ich geliebt. Hast du auch ein Lieblingsbuch aller Zeiten? Ich mag besonders den Grafen von Monte Cristo von Alexandre Dumas. Boah, ganz schwierig. Also ich sage immer, Lieblingsbuch wechselt bei mir ständig. Aber ich glaube, Fourth Wing war mein Highlight letztes Jahr. Der große Gatsby. Ich habe dieses Buch, glaube ich, mittlerweile 15 Mal zu Hause. Habe ich mir angewöhnt, dass ich mir, wenn ich im Urlaub bin, auch halt ausländische Ausgaben hole. Die sind unglaublich schön und die sind alle schön drapiert bei mir im Wohnzimmer an der Wand. Also bestes Buch, auch toller Film. Also wer es nicht kennt, bitte lesen. Es ist großartig. Großartiger Klassiker.